Der neue Discovery. Jetzt bei Ihrem Land Rover-Partner. Jetzt im Zizelitsch Auto Megastore in Wiener Neustadt und im Autohaus Strauß in St. Michael. Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt. Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir berichten über Neuigkeiten von der Volkswagen-Gruppe vom Internationalen Automobilsalon in Frankfurt und über Neuigkeiten von BMW, Jaguar und Hyundai. Auf der IAA, der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, zeigt VW mit der Studie ID. Cross, wo die Reise hingeht. Das 306 PS starke SUV-Coupé soll 2020 auf den Markt kommen und mit einer Batterieladung bis zu 600 Kilometer fahren. Voraussichtlich noch heuer im Dezember kommt der neue VW T-Roc zu den Händlern. Der T-Roc verbindet die Vorzüge eines SUV. Man sitzt höher, auf Wunsch kann man Allrad bestellen, aber er ist auch wendig und agil wie ein Kompaktwagen. Er ist eben geeignet für die Stadt und auch für Überland. Der Bestseller von VW, der Polo, präsentiert sich hier in seiner sportlichsten Variante. Der komplettiert jetzt die GTI-Familie und er kommt mit einer wirklich großen Menge an Spaß, 200 PS Sportfahrwerk und einer Menge an Assistenzsystemen, die normalerweise nur in der Premium-Klasse zu finden sind. Der VW Polo GTI ist ab Anfang nächsten Jahres erhältlich. Die neue intelligente Luxuslimousine A8 ist der Hauptdarsteller bei Audi. Als erstes Serienauto bietet er autonome Fahrfunktionen. Ganz besonders sind natürlich die automatisierten Fahrfunktionen, wie zum Beispiel der Staupilot. Der Staupilot macht es möglich, dass man die Hände vom Steuer nimmt und die Füße vom Gas nimmt und das Auto selbsttätig bis zu 60 km/h fährt. Der neue Audi A8 steht ab November bei den Händlern. Auch Seat setzt auf die begehrten kompakten SUVs und präsentiert den Arona. Hier ist der neue Arona, der Ende Oktober in Österreich die Markteinführung hat. Ja, und das Beste daran ist, dass dieser Arona in Österreich bereits ab 16,99 beginnt. Es ist alles an Bord, also man braucht nicht mehr viel dazu bestellen. Und das Beste noch obendrein, es sind 5 Jahre Garantie in Österreich, weil wir uns sicher sind, dieses Auto hält, was es verspricht. Weiters präsentiert Seat den sportlichsten Leon aller Zeiten mit 310 PS. Der Top of the Line bei Seat heißt immer Cupra. Und wenn man noch eins draufsetzen will, dann heißt es Cupra R. Hinter mir sehen Sie den Cupra R. Es ist in einer limitierten Anzahl da. Angeboten wird der 310 PS starke Seat Leon Cupra R mit manuellem Schaltgetriebe. Bei DSG sind es 300 PS. Skoda zeigt mit der Studie Vision E einen konkreten Ausblick auf das erste elektrische Fahrzeug der Marke. Der Skoda Vision E wird 2020 auf den Markt kommen, hat eine Reichweite von rund 500 Kilometern und besticht markentypisch durch ein sehr ausgeklügeltes Raumkonzept. Wir sehen auch ein sehr expressives, markantes Design. Man könnte auch sagen, Licht ist das neue Chrom. Und in Summe ist das Fahrzeug für Skoda wegweisend und ein wichtiger Meilenstein in Richtung Elektromobilität. Bereits Ende Oktober bringt Skoda einen weiteren SUV auf den Markt. Nach dem erfolgreichen Start des Skoda Kodiaq ist nun der Karoq das zweite SUV der Marke Skoda. Eine Klasse unterhalb angesiedelt, das heißt ein Kompakt-SUV. Skoda Karoq ist ein richtiges Österreich-Auto. Er ist mit Allrad verfügbar, verfügt über viel Platz und ab dem zweiten Quartal 2018 auch über das erste digitale Cockpit. Für den Skoda Karoq stehen 5 Motorvarianten zur Auswahl, 2 Benziner und 3 Diesel mit einer Leistungsspanne von 115 bis 190 PS. Mit der sportlich eleganten Variante Kodiaq Sportline setzt Skoda die SUV-Offensive fort. Das Äußere prägen besonders der schwarze Kühlergrill, neue Leichtmetallräder, seitliche Türschutzleisten und schwarz getönte Heck- und Seitenscheiben. Die besonders dynamisch wirkende Ausstattung bietet serienmäßig natürlich auch Alcantara-Sportsitze und ein 3-Speichen-Sportlederlenkrad.
Eines der Highlights bei Porsche ist der ab Dezember erhältliche neue Cayenne. Das Auto ist vollkommen neu überarbeitet oder vollkommen neu aufgebaut und hat sehr effiziente Motoren bekommen, speziell in weiterer Folge die Hybridmotorisierung für dieses Fahrzeug, die speziell passend für den österreichischen Markt ist, und wir erwarten uns einen großen Zuspruch für dieses neue Modell. Ab November wird der Porsche Panamera Sport Turismo verfügbar sein. Der neue Sport Turismo ist ganz ein neuer Zugang von Porsche in ein Segment, das es eigentlich noch gar nicht gibt, und wir sind sehr zuversichtlich, hier neue Wege beschreiten zu können und hoffen, dass wir die letztendlich Sportwagenfahrer in dem Segment auch mit unserem Sport Turismo sehr begeistern können. Absolut familienangepasstes Fahrzeug, heute mit 5 Sitzen und einem durchaus großen Kofferraum, der es ermöglicht, auch einer 4-köpfigen oder 5-köpfigen Familie geräumig und komfortabel auf Urlaub zu fahren. Der neue Discovery, jetzt bei Ihrem Land Rover Partner. Jetzt im Zizelitsch Auto Megastore in Wiener Neustadt und im Autohaus Strauß in St. Michael. Leihwagen Eisenstadt, für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. BMW präsentiert auf der IAA die neue Generation des X3. Der neue X3 ist ganz wichtig für Österreich. Wir verkaufen im Moment schon viele X3s und viele Kunden haben auf das neue Modell gewartet. Ich denke, dass der Diesel, der in Steyr produziert wird, am meisten verkauft wird in diesem Modell. Und es ist wieder leichter, größer und ein neues Design. Die Markteinführung des neuen BMW X3 erfolgt im November. Jaguar zeigt erstmals einen eleganten Kombi, genannt XF Sportbrake. Der Jaguar XF Sportbrake ist ein moderner Business-Kombi mit riesigen Lademöglichkeiten, bis zu 1700 Liter im Kofferraum, ultramodernen Benzin- und Dieselmotoren, dem größten Glaspanoramadach seiner Klasse und ganz tollen Werten für einen Businesskunden, wie er sie heutzutage erwartet. Der Jaguar XF Sportbrake ist ab Oktober erhältlich und der Einstiegspreis ist 46.310 Euro. Um etwa 10.000 Euro günstiger wird der E-Pace zu haben sein. Der Jaguar E-Pace ist unser neues Kompakt-SUV von Jaguar mit hochmodernen 2 Liter Ingenium-Motoren. Das Auto ist sehr, sehr sportlich, wie sein Jaguar auch sein muss. Und für uns als Österreicher besonders wichtig, er ist quasi made in Austria. Er wird gemeinsam mit Magna Steyr in Graz produziert. Der Marktstart des Jaguar E-Pace ist für kommenden Jänner geplant und der Einstiegspreis wird 37.000 Euro sein. Am Stand von Hyundai feiert der Kompakt-SUV Kona seine Europapremiere. Ja, das Fahrzeug wird gegen Ende Oktober im Handel eintreffen und wird mit einem Einführungspreis ab 17.990 Euro angeboten. Das Besondere daran, den Kona gibt es auch als allradgetriebene Version. Weiters ist Hyundai mit dem ab Oktober erhältlichen i30N vertreten. Der neue 30N lässt das Herz einfach höher schlagen. Warum? Es ist unser erster Hochleistungssportler von Hyundai mit dem Namen N, mit 250 PS oder 275 PS. Und bei dem Sound, bei dem Auto, kriegt man einfach Gänsehautfeeling. Der Hyundai i30 Fastback komplettiert die i30 Modellfamilie. Es ist ein klassischer Fünftürer, allerdings, was ganz Neues, es ist ein Fünftürer mit einer Coupé-artigen Linienführung und einem riesengroßen Kofferraum. Österreich-Premiere feiert der Hyundai i30 Fastback auf der Vienna Autoshow in Jena. Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Blech in der Industriestraße in Eisenstadt.